Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming. Heute spielen wir mal den Notruf Hamburg. Warum verkacke ich immer diesen Anfang? Auf jeden Fall spielen wir heute Notruf Hamburg. Genau. Nicht wundern, falls jetzt der kaputte Anfang noch im Video ist. Ich weiß nicht, ob ich den rausschmeiße. Mal gucken. Wie ihr wisst, gab es ja in der letzten, beziehungsweise gab es am Montag, gab es ja am Montag. Kein Video. Ich habe es ja auch ein bisschen anders gemacht. Das heißt, es kommt der Dienstag, also sprich heute, wo das Video kam, am Dienstag, Donnerstag und am Samstag ein Video. Also fast am dritten Advent. Genau. Weil ich meine Lautsprecher, also ich habe ja so PC-Lautsprecher, die haben nicht mehr funktioniert, weil mein Anschluss am PC kaputt ist. Also dieser Anschluss, ihr kennt doch diesen Anschluss auch für den... Oder was will der von mir? Scheiß Polizist, Alter. Och Junge, verpiss dich! Du kannst ja schießen, wie du willst. Irgendwas hab ich jetzt vergessen. Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal Emergency Hamburg. Genau, das machen wir jetzt. Falls es irgendwie Probleme mit dem Dings hat, tut es mir leid, ich habe keine Ahnung warum. Genau. Ich hoffe, das passiert nicht so. Naja, ich hoffe, dass jetzt alles passt. Ich höre schon wieder dieses scheiß Polizeiauto. Kann der mich jetzt mal einmal in Ruhe lassen? Egal, Chat. Oder weißt du was? Was? Junge, was? Meine Fresse geht der mir auf den Sack. Der geht mir auf den Sack gerade. Der verfolgt mich halt wieder. Der geht einen echt auf den Sack, Chat. Jingle bell rock.
Ja. Haha, verarscht. Aber wisst ihr was? Ich warte jetzt hier und schön einfach mein Leben. So. Leute, wir sehen uns wieder, wenn der unten sich verpisst hat. Okay, das hat sich ganz schnell geklärt. Gerade es hat nicht mal eine Sekunde gedauert. Ich habe gerade gesagt, ich reporte dich gleich. Auf einmal ist er weg. Hat er sich verpisst. Okay. Nur hat funktioniert. Das ist auch immer gut. Ich habe gesagt, das bringt dir nichts. Und dann habe ich gesagt, also geschrieben, nicht gesagt, und geschrieben, ich reporte dich sonst. Dann ist er ganz schnell ins Auto geschrieben und weggefahren. Ja. Wobei die hier nicht FRP moderieren. Ne? Aber es geht dezent einen auf den Sack, wenn ein Polizist die ganze Zeit hinterher fährt, obwohl man nichts getan hat. Ne? Und dann habe ich keinen Bock. Das ist echt so. So. Eventuell schaffen wir sogar heute, einen neuen LKW zu bekommen. Ich denke eher nicht. Aber mal gucken. So. Ja, wir müssen links. Ich müsste auch mal zur ADAC-Dings versenken. Wir fahren mal jetzt mal zum ADAC. Ich muss da eben ganz schnell mein LKW reparieren, weil da oben seht ihr diese Leiste da oben. Oh. Der ging jetzt noch mehr. Ich muss ganz schnell irgendwie mein LKW reparieren, weil wenn ich irgendwo gegenknalle, bleibe ich stehen. Weil der Polizist hat mich ja eine Milliarde Mal gerammt gefühlt und deswegen hat jetzt sowas. Genau. Was ich auch sagen kann, ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich die neuen Monitore habe, ne, ihr wisst ja. Das heißt, dass es bald auch keine Roblox mehr tatsächlich geben wird. Also kein Roblox-Content mehr geben wird, falls, und das sage ich jetzt nur so, falls ihr wollt, dass es weiterhin Roblox gibt, also zumindest in Virtual City Hamburg. Denn andere Spiele will ich jetzt ungern noch bei auf Roblox spielen, tatsächlich. Weil die Qualität von Roblox irgendwie kacke ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das tatsächlich an den Monitoren liegt. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall wird es dann nicht mehr so oft Roblox-Content geben, tatsächlich. Boah, 1000 Dollar kostet das. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn dann irgendwann kein. Wenn dann irgendwann kein. Roblox-Content mehr gibt. Liegt halt daran, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Content habe. Weil erstens bringt er mir nichts, weil die Videos kommen nicht gut an. Also was heißt nicht gut an? Also Emergency Hamburg kommt gut an, also das Einzige, was ich gefühlt machen kann, weil die anderen Videos kommen nicht so gut an. Und dann denke ich mir so, wofür mache ich denn YouTube? Also wofür mache ich dieses Video hier? Wenn diese keine Person meine Videos gut. Ja, das ist so diese eine Sache, die ich absolut null weiter tatsächlich. Also, abonniert doch mal gerne meinen Kanal und guckt meine scheiß Videos an. Das würde mich eventuell ansehen, wenn wir. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich bin echt einfach nur dumm. Ne? Also, ich glaube, ich wurde durch euch und durch dich dumm. Nein, das war doch nur ein Spaß. Das war nur ein Spaß. Ich mach doch nur Scherze. Ich hab, glaube ich, ein bisschen zu viel Drogen genommen, tatsächlich. Also, es stimmt nicht. Ich hab keine Drogen genommen, aber es klingt in dem Sinne gerade so. Genau. Falls ihr übrigens auch wollt, dass der liebe Kollege von mir wieder mitmacht in Videos, dann lasst es mich gerne wissen. Weil. Das ist ja leider immer noch so, auch wenn ich das sage, schreibt keiner in den Kommentaren. Das heißt, warum frage ich eigentlich? Weil eh niemand kommentiert.
Ja, das ist schon ein bisschen sad, tatsächlich. Das ist schon ein bisschen. Also, ihr könnt doch mal gerne bitte einfach nur einen Kommentar schreiben, ob ich weiter Roblox-Content machen soll oder nicht. Ja? Hast du mich verstanden? Das wäre für mich auch sehr cool, tatsächlich. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also, ist echt so. Oder aber, ich mache einfach von mir aus kein Roblox-Content mehr. Beziehungsweise auch nicht mehr Emergency Armus. Ja, ihr habt richtig gehört, es kommt dann kein Emergency Armus mehr. Wenn ihr nicht in diesen scheiß Kommentaren seid, so ein bisschen erpressen, ne? Erpressung soll es nicht sein, ne? Leute, damit ihr wisst, es soll keine Erpressung sein. Das ist ganz normal, also so rede ich immer. YouTube, bitte nicht bannen, komm, ne? Also, ich habe gar nichts gemacht, so, nur eine Bier getrunken. Das ist echt so, ja. Ich will doch nur ein bisschen Kommentare haben. Einfach nur Kommentare. Ja. Da fange ich schon an zu gehen, weil es einfach. Weil mir müde wird, weil es eh nichts bringt. Ich meine, jetzt bin ich auch noch gegen das Krankenhaus gefahren. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur sterben, ne? Kann das sein? Vielleicht bringt das etwas. Vielleicht kriege ich dann auch Hilfe. Ein Video. So bin ich gestorben. Das wäre echt eine Videoidee. Also, nicht, dass ich das machen würde, aber. Das ging. Also, voll die gute Videoidee eigentlich. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass es keine Roblox-Content mehr. Auch Roblox-Content geben wird, auch wenn ihr es wollt. Zumindest nicht mehr so oft Roblox-Content. Also in Virtual Hamburg würde ich auf jeden Fall spielen noch. Aber kein. Und das sage ich offen und ehrlich. Aber kein anderen Roblox-Content. Ja. Mann, da ist es schon wieder langweilig geworden. Also ich würde auf jeden Fall Emergency Hamburg halt noch spielen. Auch in Livestreams, weil ich will oft öfters Livestreams machen halt. Ne, Chat? Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gefasst machen, dass ihr mich dann auch live sehen könnt, also meine Kackfresse sehen könnt. Meine Kackfresse von mir werde ich nicht zeigen, sondern. Also wenn ich 1 Million Abos habe, dann ja, dann will ich es machen, aber. Wie man auf meinem Kanal unschwer erkennen kann, habe ich keine 1 Mio-Abos. Ja, also von daher will ich, denke ich, nie meine Fresse zeigen. Aber falls ihr wolltet, dass ich meine Fresse zeigen soll, dann gebt mir einfach 1 Million Abos, ja. Und dann mache ich das. Und das stimmt wirklich, ja. Wenn ich 1 Mio, was habe ich? Was soll ich sagen? Alzheimer, also wenn ich kein Alzheimer habe, bin ich Jesus, also ganz ehrlich. Da bin ich wirklich einfach nur Jesus. Ja, ich habe einfach vergessen, was ich machen wollte, ne? Läuft auf jeden Fall schon ein bisschen, ne? Ja, Leute, und was macht ihr so den ganzen Tag? Außer meine Videos zu gucken. Weil, ich muss sagen, keiner guckt meine Videos. Also ich frage mich, was ihr den ganzen Tag macht. Außer meine Videos nicht zu gucken. Weil. Das ist ein bisschen traurig hier. Es hat auch zu 60% keine Leute, die mich geguckt haben, beziehungsweise gucken, mich abonniert. Das ist auch ein bisschen, ja, das ist schon depressiv, ne? Das ist schon ein bisschen depressiv tatsächlich. Ihr guckt meine Videos, aber habt mich abonniert, also bitte, also wo sind wir denn gelandet? Das geht ja auch gar nicht. Ich bin heute ultra müde und drehe trotzdem Videos, ey. Das muss doch mal ein Lob geben. Also, Leute, als Dank kriege ich jetzt 1 Mio Abo. Ja, so richtig bescheuert, ey. Also, mein Kopf ist heute wieder ganz behindert. Aber das gehört auch ein bisschen zum Content, ne? Weil ich mache immer nur normale Videos. Ich rede einfach nur ganz normal. Und wenn ich mal ein bisschen so rede wie jetzt. Ist der Content ein bisschen besser. Warum? Es wird immer genau dann grün, wenn ich ankomme. Das muss doch ein Zeichen von Gott sein. Also, wenn das kein Zeichen von Gott ist, dann bin ich Jesus. Ja, das kann gerade ein bisschen behindert. Ich weiß. Das soll's auch. Ganz ehrlich, meine Videos sind eh alle behindert. Ja.
ne? Wie man es nimmt, würde ich sagen, wie man es nimmt. So. Wegpunkte. Wo ist diese Scheiße? Da hier kommt irgendwo die Bullen. Da sind die Bullen. Wo ist denn das Auto hin? Das hat sich gerade in Luft aufgelöst. Und warum rennt dieser Dude hier durch die Gegend? Seit wann ist denn ein Automat? Das sehe ich ja jetzt erst. Naja. Naja, schon ein bisschen depressiv, da sehe ich, dass mir keiner zuguckt. Warum mache ich dann Videos? Mir guckt doch eh keiner zu. Ja. Ist das wirklich? Boah. Ey, ich kann echt keine Videos drehen, weil ich einfach nur gähne die ganze Zeit. Mann, Scheiße, seid ihr auch alle so ultimativ müde? Es mag ja sein, dass es so aussieht, als würde ich Videos nur bis zur 10. Minute machen. Aber einfach nur dadurch, dass es wahrscheinlich viele denken werden, aber nicht in den Kommentaren schreiben. Warum machst du nur 10 Minuten Videos? Ich möchte das, weil ich unter 10 Minuten Videos ein bisschen kacke finde. Klar, Abo-Specials und sowas, gerne. Aber nicht nur meine Videos, die müssen schon über 10 Minuten gehen, ne? Das sag ich ganz offen und ehrlich. Viele werden sich wahrscheinlich... Oh, Feuerwehr ist hinter mir. Da muss ich ganz besonders fahren, ne? Ganz besonders. Lalalala, ich fahre ganz besonders. Die Feuerwehr ist hinter mir und die hat sich nicht verpisst. Oh, ey, die Feuerwehr ist abgebogen. Selbst die Feuerwehr guckt mir nicht mehr zu, weißt du? Das ist schon... Ja, kann man sagen, ne? Scheiße von euch, finde ich. Abgesehen davon, dass ich einfach gerade depressiv bin. Aber depressiv sein ist eigentlich sogar voll gut, ne? Also klar, also gut, dass du jetzt totgekitzelt werden willst, das ist jetzt nicht so gut, aber depressiv sein, du willst halt einfach nur alleine sein. So wie ich. Ich will auch einfach nur alleine sein. Ich hab keinen Bock auf euch. Weil es eh alles nur Fake-Friends gibt auf der Welt. Es gibt nur Fake-Friends. Habt ihr jemals einen richtigen Freund gehabt? Also, ich meine jetzt Freund oder Freundin gehabt, die jahrelang bei euch waren? Ich denke nicht. Selbst ich nicht. Ich hatte früher einen Discord-Server mit was weiß ich wie vielen Leuten. Und ich wurde immer rausgeschmissen. Mir wurde die ganze Zeit die Owner-Rolle weggenommen. Und dann habe ich den Server gegrieft. Und dann hatten die mich gehasst. Kann ich verstehen, weil ich den Server gegrieft habe. Obwohl ich den Server eh gemacht habe. Von daher kann ich den doch auch griefen, oder nicht? Also ist wirklich jetzt ernst gemeint. Ich habe einen Discord-Server gehabt. Hm? Vor einem Jahr, vor zwei Jahren, keine Ahnung, hatte da auch Freunde. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Freunde dort, wo ich den Server hatte. Und dann auf einmal alles weg gewesen. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn auf einmal deine Freunde gehen, ne? Und du hast jahrelang mit denen, geh bitte weg. Du hast jahrelang mit denen gezockt und sowas und auf einmal verpissen die sich so. Ja, es wird gelb, das schaffe ich nicht mehr. So. Nichts zu danken, dass ich gerade diesen Auto hinter mir. Oh, das ist Polizei gewesen. Schwierig. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass ich es gerade vergessen habe, was ich sagen wollte. Ja, ich sag's wie es ist. Ich habe Alzheimer. Wenn ich keinen Alzheimer habe, dann weiß ich auch nicht. Ich bin zwar noch jung und knackig, aber ich vergesse einfach so Sachen. Kein Mensch hat doch bestimmt, also kein Jugendlicher hat schon Alzheimer. Ich schon. Ich bin halt einfach besonders, ne? Naja, wäre ich besonders, dann weiß ich nicht, wie ich aussehen würde. Wie sieht ein besonderer Mensch aus? Das ist auch die Frage, weil... Viele sagen doch immer, es gibt besondere Menschen. Aber warum sind die besonders? Das sind doch auch nur Menschen. Also das ist doch eigentlich in dem Sinne dasselbe, oder nicht? Also, manchmal fragt man sich so, was die Welt eigentlich ist. Warum gibt's die Welt überhaupt? Warum mache ich gerade genau das, was ihr hier seht? Ja, das kann man sich auch fragen und man bekommt nie eine Antwort von Gott. Glaubt ihr an Gott? Also, ich muss ja sagen, manchmal schon tatsächlich, ne? Und manchmal auch nicht. Ey, dieses Video ist einfach ein
biologisches Dingsbums-Video. Und dieser Polizist rammt mich. Da sieht man's, was das für eine Welt draußen ist. Man wird einfach so als LKW-Fahrer angerammt. Ja. Sowas. Und hier wurde einfach ausgeraubt. Ja. Das ist einfach eine Welt, die kein Mensch verstehen kann. Selbst ich nicht. Obwohl ich alles verstehe. Ne? Müsst ihr wissen, ich verstehe wirklich. Ja. Das ist ein bisschen gelogen. Also, das habt ihr jetzt bestimmt hoffentlich nicht gelogen. Ja. Aber die meisten Sachen sind ehemalig. Ja, das ist ja so. Man denkt ja immer, man lügt hier, ne? Obwohl man immer die Wahrheit sagt. Und warum steht dieses Auto mitten auf der Straße? Ich hab auch keine Ahnung. Der denkt sich auch so, ich werde einfach nur sterben. Ja, das ist halt so im Leben. Irgendwie will man immer sterben, aber weil daher, dass man nur einmal leben kann, dann tötet man doch keinen. Also, man bringt sich nicht selbst um. Die Leute, die sich immer selbst umgebracht haben, die waren extrem depressiv und hatten echt keinen Bock mehr auf ihr Leben. Oder Leute, die einfach entführt wurden und dann umgebracht wurden. Das ist einfach der Schuld von denen, die haben sich halt einfach entführen lassen. Ne? Also, das klang eventuell jetzt ein bisschen falsch. Ich meinte, dass die Leute, die Personen entführen, die haben halt die entführt. Und ist das eigentlich die Schuld, von denen entführt zu werden? Das ist jetzt komisch, ne? Weil du hast dich halt entführen lassen, so. Naja, ich laber einfach zu viel und würde sagen, damit beende ich das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und schreibt auch gerne in den Kommentaren, ob ich weiter Roblox-Videos machen soll. Macht ihr eh nicht, aber schreibt es doch bitte einfach in den Kommentaren. Das wäre sehr nett von euch. Ja, das wäre sehr nett von euch. Warum steht da vorne eigentlich MEN anstatt MN? Wahrscheinlich, weil sie keine Lizenz dazu haben, MN hinzuschreiben. Oder einfach nur denken, das wäre ein richtiges Spiel, ist aber nur auf Roblox. Da juckt es eh kein, ob es die richtigen Marken sind. Naja, von daher bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.